So, da bin ich wieder. Zurück zu dem Mind-Test-Test. Jütchen, gucken wir mal. Genau, erstmal die ganzen Sachen einpflanzen, die wir jetzt gesammelt haben. Tja, und dann wär's ja mal. Da gucke ich erstmal, wie eigentlich unsere aktuelle Lage ist, gerade so was Mese angeht, weil wir haben jetzt mittlerweile doch schon ein bisschen Mese gesammelt. Ja, haben wir mittlerweile 50 Stück. Sollte also, ne? Vielleicht können wir damit schon ein bisschen was Brauchbares machen. Ich meine, das mit den Laternen, ob wir das schon in Angriff nehmen, ist jetzt eine andere Frage, weil da müssten wir erstmal die Gleise bauen. Können wir natürlich auch schon machen. Haben wir letztens gemerkt, Gleise sind ultra preiswert. Andererseits, ja komm, ist alles schon fertig. Andererseits müssten wir dann wieder halt erstmal wieder einen Tunnel baggern, weil eben, da wollen wir ja. Ne, soll unterirdisch verlaufen. So, ihr mal darin. Du auch. Nein, du nicht. Du. So. Okay. Dann bist du mal ein bisschen Trash. Da kommt einfach alles andere jetzt erstmal rein. So, jetzt brauchen wir alles, was wir einpflanzen wollen. Ach komm, das ist ein Preis hier. So, das heißt. Ach komm, ich mach wieder ein gemischtes Feld. Ja, macht Sinn. Hallo? Ach, dafür brauche ich diese komischen Weinraumdinger da. Was? Weinregal? Gott. süß. Die Dinger brauchen wir dafür. Und da brauchen wir Holz. Okay, die Sache ist, kann ich die denn auch beliebig aufstellen oder kann ich die nur auf Beeten aufstellen? Hä, die Dinger fliegen ja. Oder? Doch, die Dinger fliegen. Guck mal, das Ding ist jetzt über dem Sand. Das fliegt ja. Warum fliegt denn das? Ist überall so? Keine Ahnung. Egal. Okay, dann noch ein bisschen. Hä? Wieso kann ich. Ja, Sakrileg hier. Was ist denn hier los, sag mal? Muss ich jetzt mal ein bisschen gucken, wie was. Halt, da. Wer was von mir wie will. Die kann ich auch nicht einpflanzen. Mal muss ich aus den Sachen erstmal hier Samen machen oder was? Nee. Er kriegt eine Krise. Hä? Ich dachte, das sind den Schwein. Fahre. So. Ach, das ist hier für Wein. Ja, für Wein, genau. Okay, da brauche ich auch ein ganzes Raster dafür. Was ist denn für Bohnen? Ja, leck mich doch am Arsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also das können wir nicht machen. Wo waren die Bohnen jetzt? Ja, hier muss ich auch mal gucken, wie ich hier den pflanze. Ja, hatte ich nicht gerade Bohnen? Wo sind jetzt meine Bohnen? Ach so, ja. In die Inventar. Da. Okay, die kann ich also auch nicht pflanzen. So, was ist mit den Dingern?
Ach, scheiße, Alter. Was kann, wie kann ich denn jetzt, wie kann ich denn die einpflanzen? Ich traue mich nicht, Dinger jetzt hier oben reinzuschmeißen. Das kann nicht richtig sein. Doch! Leute, da kriegen wir da richtig viel Zeug draus. Nice. Okay, das macht es dann ein bisschen, ja. Interessant. Da kriegen wir ganz, ganz schnell ganz viel Knoblauch. Lol. Und jetzt noch hier ein paar Tomaten. So, und dann machen wir mal hier ein paar von diesen Dingern. Also wir brauchen, hierfür brauchen wir 3, hier brauchen wir 4. Also wir brauchen hier 4 mal 9, 36. Plus 3 mal, ne, 3 mal 4 sind 12. Also 36 plus 12, das sind 48. Ja, 10 haben wir bereits. Holz, Holz, da. Haben wir hier Holz? Gut, dann nehmen wir mal dich. So, und dann schmeiße ich das mal erstmal hier. Was? Oh, kann ich gar nicht so Holzbrettner verarbeiten. Na gut. Dann rennen wir mal schon nach Hause. Ah, mittlerweile sieht es gut aus. Ist apropos, gleich mal hinten nach hinten rennen, damit hinten das Zeug auch wächst. Manche wachsen hier schon. Sehr schön. Unsere riesigen Baumwollfelder hier. Ach schön. Das hier ist noch komplett leer. Das hier auch. Ja, was hier mit dem Rhabarber machen? Da wächst, scheint der echt schnell zu wachsen, das Zeug hier. So muss ich aufpassen. So, Rhabarber. Was können wir daraus machen? Gott, wie wird das im Englischen geschrieben? Ah! Kuchen. Oh, das kriegen wir sogar hin. Irgendein. Siehst du, wir haben gar keinen Zucker. Ich meine, ah! Siehst du, ist doch ganz gut, dass wir so ein Zeug gefunden haben. Stimmt ja, dieses Papyrus ist ja jetzt quasi, ja. Zuckerrohr. Nice. Oh, die Sache wachsen jetzt sogar schon richtig heftig. Gut, dann machen wir das hier. Dann weiß ich gleich, was wir als nächstes machen. Und zwar den ganzen Zuckerrohr mal einpflanzen, den wir geerntet haben. Sandige Gegenden haben wir hier mehr als genug. Aber wenn wir aus Zuckerrohr auch Zucker herstellen können, dann ist das natürlich eine absolut geniale Sache. So, das heißt, wir brauchen Zuckerrohr. Das müsste ich doch eigentlich dabei haben. Zuckerrohr müsste ich eigentlich dabei. Ja, genau, hier. Dann pflanzen wir das mal gleich hier vorne aus. Da ist ja überall Sand. Achso, wächst du überhaupt auf Sand oder auf... Scheiße, weiß ich gar nicht. Wächst das auch auf Zuckersand oder nur auf normaler Erde? Ich mach mal Hälfte, Hälfte. So. Ja, man kann es auch... Man kann es auch an Stellen pflanzen, wo es gar nicht wächst. Na gut, wie gesagt, dann mache ich mal Hälfte, Hälfte. Mal so. Hier einfach den gesamten Strand. Und dann werden wir sehen, wo es wächst und wo es denn nicht wächst. Weil in meinem Test Vanilla wächst es nämlich, glaube ich, nur auf reiner Erde. Und nicht auf Zuckersand. Andererseits wird es durch die Map-Gen auch auf Zuckererde gesetzt, soweit ich das weiß. So. Easy, da haben wir jetzt hier mal ein bisschen. Aha, hier wächst du schon das erste. Ach nee. Da
Das gerade schon jetzt hier ist gerade was gewachsen irgendwie. So, sehr schön. Haben wir gleich mal auch noch ein bisschen optisch, ein bisschen, ne? Hier in Pflanzen bringt das natürlich. Nee. Das wird nichts. Aber die restlichen drei bringe ich mal da hinten hoch an. Hier. So, so und so. Wäre natürlich stylisch, wenn es sowohl auf Zuckersand als auch auf normaler Erde wächst. Wage ich aber fast zu bezweifeln. Das wird schick aussehen. Das wird richtig schick aussehen. So, jetzt brauchen wir Holz. Und zwar nicht gerade wenig. Obwohl doch eigentlich nur wenig. Ich meine, wir brauchen gerade 48 Stöcker. 10 haben wir davon sogar schon. Wie viele haben wir überhaupt noch Stöcker hier rumliegen? Wir haben ja immer haufenweise Stöcker hier. Auf Reserve. Das sag ich doch hier, guck mal. Da haben wir bereits alles, was wir brauchen. So, du kommst gleich mal rein. Ja, komm. Achso, halt, ne, du nicht. Und bei dir. Scheinbar ist das doch etwas, was man vielleicht einpflanzen kann. So, genau. Also wieder ab zum Feld. Diese Tomaten habe ich vergessen einzupflanzen. Oh mein Gott. So. Oh, wir sind out of food. Komm hier. Oh, die bringen aber nur eins. Natürlich, bisschen verschwenderisch. Mach ich das mal so hier. Okay, also auf normale Erde wächst es schon mal. Sehr schön. Hoffentlich bleibt das auch so. Also, klar. Das bleibt natürlich so, auf jeden Fall. Oh, Alter, schon sieht hier richtig schön bunt aus. Ah, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. So, was ich jetzt gucken wollte. Genau, erstmal hier das Zeug hier noch einpflanzen. Das habe ich ja vorhin komplett vergessen. Ich habe noch so einiges komplett vergessen. So, du da und da. Sehr schön, kann ich auch direkt einpflanzen. So, bitte, bitte, genau das hier wollte ich noch gucken. Ja, genau, das kann ich auch noch so direkt einpflanzen. So, dann kommen jetzt diese komischen Dinger. Also, wir brauchen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bam. Und dann brauchen wir hier von 4 Stück. Was macht denn da? Das bitte. So, 1, 2, 3, 4. Hat der genau gereicht. Easy. So, jetzt die Frage, kann ich die auch überall platzieren oder nur... Ja, okay. Heißt also, ich brauche dafür wirklich mal Ackerbohnen. Gutchen. Ist ja kein Problem, haben wir hier. Dann mache ich die, die würde ich aber am liebsten weiter hinten, also immer hier in die hinterste Reihe klatschen. Oder ich mache hier extra so ein Ding hier so erstmal, dass hier mal so ein bisschen frei ist, ne? So, jetzt kommt daran. Nein, wir könnten das da. Lol. Geil. So, du kommst da unten hin. Das wird schön. Oh, das wird schön. Geil. Das gefreut mir. So, jetzt können wir hier die ersten Sachen schon ernten, oder was? Tatsächlich. Jo, lecko mio. Oh, dieser Baba wächst auch unglaublich schnell. Oh, die Bären sind auch schon fertig. Oh, hier ist auch schon alles fertig. Holy shit. Das heißt, für die Sachen werde ich dann direkt schon mal ein hinteres Beet anlegen. Und da haben wir mittlerweile, so viel, dass sich da gesagt das Beet lohnt. Genauso mit dem Rhabarber, das werde ich auch nach hinten verfrachten dann, sobald es hier fertig ist. Beziehungsweise kannst du eigentlich gleich mitnehmen hier. So.
Entschuldigung. So. Alter, das Zeug ist ja sowas von scheiße schnell hier. Da kommt Freude auf. So, ist das ja auch mittlerweile fertig? Ja. Das heißt, das kommt jetzt erstmal nach hier vorne. So ungefähr. So, dann verfügt mich mal kurz nach hinten. Aha, sehr schön. Die wachsen jetzt auch hier alle schön. Sehr gut, sehr gut. So, das heißt, die Rhabarber kommt dann direkt hier so hin. Und nebenan kommen Zwiebeln. Und nebenan von den Zwiebeln kommen dann nämlich dann später dann die, das Knoblauch. Da scheinen wir auch ganz schön viel zu bekommen. Und von einer Zwiebel, die wächst, von einem Knoblauchknollen, der wächst, bekommen wir dann 8 so eine kleinen Dinger. Und das ist, heißt, wir haben jetzt schon 16 gepflanzt. Von dem bekommen wir also 16 mal 8 so eine kleine Dinger. Das wird heftig. So, jetzt haben wir hier wieder freies Feld. So, die ersten Gurken sind auch schon fertig. Sehr schön. So, das hier ist auch alles gut. Halt, nicht essen. So. Alter Schwede. Was ist das jetzt hier eigentlich? Was auch immer das ist, es sieht aus wie, als wenn es fertig wäre. Das war... Rote Beete? Okay. Sieht ja unspektakulär aus. So. Ich würde gerne hier vorne Beeren machen. Also, ne, dass hier vorne eher so die ganzen, naja, Obstsachen sind, also, ne, die ganzen fruchtigen Sachen, Obst und so ein Scheiß. Und Gewürze und so ein ganzes Kack kommt dann eher so weiter hinten, ne? Ob das so mit der Einteilung reicht? Ich glaube, wie gesagt, von vielen Sachen, ich mache halt jetzt wirklich immer gleich komplette Felder, also mit 6x12 Feldern, ne? Vielleicht haben wir denn dafür einfach so viele Sorten. Vielleicht sollte ich das doch auf 6x6 Felder limitieren, so wie ich es am Anfang auch geplant hatte. Sonst geht uns hier relativ schnell der Platz aus. Aha, der ist erst schon gewachsen. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Aber wie lange das hier braucht, ist echt mal eine gute Frage. Das ist jetzt noch gar nicht gewachsen. Ha. Haha. Das hier wächst auch schon wieder alles. Super dubi. Rhabarber ist natürlich hier komplett außen vor. Das ist ja, das wächst ja so schnell. Ah, sehr schön. Hier wird auch langsam Fortschritt gemacht. Gut, 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 gut. Sehr schön. Mag ich. Gut. Wisst ihr, wir können mal vorne nach unserem Dixelmotor gucken. Nach unserem... Hier. Diese grünen Dinger da. Also eins ist gewachsen bisher. Ist jetzt nicht so viel. Ja, die Sachen sind halt, ich muss jetzt wirklich überall rumlaufen, weil das sieht man ja hier. Ist halt alles außerhalb des aktiven Sehbereichs, außer die Ding hier. Das Ding ist wunderschön. Alles andere eher nicht so. ja.
Deswegen, gerade wenn man so mit so einem Großkulturen hier arbeitet, also so riesige Felder, da muss man halt entweder andauernd langlaufen oder die Active Block Range halt so unglaublich groß einstellen, dass halt alles immer im aktiven Blockbereich ist. Das wäre aber Katastrophe. So. Ich glaube, mal weiter wachsen die Gurken auch gar nicht. Das sollte jetzt hier schon soweit sein. Dann nehme ich die gleich mal mit hier. So, Gurken zum Beispiel ist etwas, ist relativ unwichtig. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich auf so einem halben Feld limitieren. So hier, genauso wie diese rote Beete, würde ich auch auf ein halbes Feld limitieren. Das macht durchaus Sinn. So. Und da kommt hier jetzt rote Beete. Ja, mit den Bären, wie gesagt, die Bären, die würde ich dann gerne hier vorne hin machen. Wie gesagt, eine Seite komplett rot, eine Seite komplett blau. Tja, Rhabarber ist eigentlich auch was Süßes, ne? Von daher wäre Rhabarber vielleicht doch hier vorne ganz sinnvoll. Andererseits wächst halt Rhabarber so scheiße schnell. Oh, guck dich an. Ah, die ersten Sachen wachsen hier. Sehr schön, das ist gewachsen und das ist hier gewachsen. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Eigentlich müsste es mal eine Mod geben, wo man die Sachen auch gießen muss. So richtig so mit einer Gießkanne und dann so, ne? Also, vielleicht gibt es so eine Mod dazu gar schon und ich kenne die halt nur einfach nicht. Weil das wäre halt wirklich noch ein bisschen geil. Ich meine, wäre zwar natürlich absolute Katastrophe, weil dann müssen wir jetzt hier jedes einzelne Ding immer gießen. Wobei man könnte es ja so machen, dass ich sage jetzt mal, ne? Also, man kann es ja einfach zum Beispiel so machen, dass man diesen Boden hier, dass man den halt nicht nur so bewässert, dass man Wasser in der Nähe hat, so wie es ja jetzt hier der Fall ist, sondern dass man quasi auch trockenen Boden nehmen kann und dann immer mit der Gießkanne auf einen Block raufklicken kann und dann jetzt zum Beispiel, weiß nicht, alle 9 Blöcke im Umfeld dann auch gleich mit nass werden, so dass man jetzt hier nicht bei jedem Block einzeln klicken muss, sondern nur bei jedem dritten zum Beispiel. Man muss es ja nicht gleich ganz übertreiben, so nach dem Motto. Aber halt an sich, dass man halt zumindest auch noch mal gießen kann. Das wäre schon geil. Was wir auch mal gucken können, wir haben ja dieses ganze Düngerkack-Gedönst. Das hier, was ist das denn? Ist das fertig? Ich traue mich nicht abzubauen. Mann, ich traue mich immer nicht, Sachen abzubauen hier, weil ich immer nicht weiß, ob es fertig ist oder nicht. That's Bullshit. Oha, mein Inventar ist voll. Du kommst auch da. So, du bist mein Abbaustock. Nein! Zum Glück nur rote Beete. Rote Beete war schon. Rhabarber. Da haben wir so viel. Das schade geben. Jetzt kann ich unsere. Genau, jetzt kann ich unsere nächste Hauptnahrungsquelle. Rhabarber. So. Gucken wir mal hier vorne nach und dann gehen wir mal zu unserer Hütte. Der ist wirklich. Ah! Wächst auch langsamer, als ich gedacht hatte. Was auch nicht schwer ist. So, wir rennen hier mal querfeld rüber, damit wir hier auch mal ein bisschen das Zeug hier als aktiv halten. So, Dünger. Jetzt ist die Frage. Weil, soweit ich weiß, kann man das hier zwar auf einer Grasfläche einsetzen, dann hat man gleich, ne, auch um der, also wenn man das jetzt hier eine grüne Grasfläche hat, wenn man das grüne Ding hier raufklickt,
dann entsteht gleich in der gesamten Umgebung Gras, also Blumen und Gras. Die Frage ist, bei diesen Feldbewirtschaften, also wenn man wirklich Sachen hat aus der Farming-Mod, die man quasi düngen möchte, dann gilt auch das grüne Zeug immer nur für eine einzige Pflanze. Das heißt, vielleicht ist es da komplett overpowered, gleich sowas Grünes hier zu nutzen, weil das Grüne ist ja eigentlich ultra stark. Da sollten wir vielleicht... Ich guck mal kurz, wie stark das ist von der Wirkung her. Zum Beispiel hier bei unseren komischen Weindingern hier, ne? Wow. Aha. Alter Schwede. Oh, ist der schon fertig? Ne, müsste noch rot werden. Ist ja... Was ist das hier? Ist grüne Bohnen, ne? Ich glaube schon. Also das Zeug hier ist auf jeden Fall, haut natürlich gleich mal ganz schön rein. Aber es bezieht sich halt immer nur auf das Ding, was man anklickt. Und das ist dann natürlich bei den kleineren Sachen hier total Verschwendung. Dann sollte ich wahrscheinlich doch mehr von diesem braunen Zeug mal. Also hier gibt es ja diese verschiedenen Dinger hier, dieses Bauen-Dingser-Muster. Hier, ne? Gibt es ja das hier, das kann man ja relativ einfach machen. Da sollte ich vielleicht davon ganz viel machen. Weil das reicht hier für diese einzelnen Dinger komplett aus. Denke ich einfach mal. Vor allem ist das halt auch wirklich Material. Ich meine, Blätter und Holz, davon haben wir massig. Und selbst wenn wir nicht massig davon haben, können wir ganz schnell Neues beschaffen. Also, das ist dann wirklich... Da weint niemand drum. Aha, also hier, das hier wird das noch dunkler. Gott, die Frage ist... Was ist das Endstadium? Ist das hier schon das Endstadium oder kommt da noch mehr? Ja, das war nämlich noch nicht das Endstadium. Haben wir gerade gar nichts bekommen. Schön. Okay. Wo sind jetzt die roten? Nee, ich habe gerade die roten... Hä? Habe ich die Himbeeren irgendwie abgeerbt, ohne sie neu aufzupflanzen? Aufzupflanzen? Einzupflanzen? Das geht ja mal gar nicht. Was ist denn hier los? Boah, Alter, das wird heftig. So, ja, wo noch Blaubeeren? Oh, tatsächlich. Na gut. So, das hier. Aha. So, dann machen wir hier rote Beeren. Und auf der anderen Seite dann die blauen. Sehr schön. Können wir uns auch bald die ersten Gerichte machen, richtig? In letzter Zeit haben wir uns ja sehr einseitig ernährt, ne? Ich meine, wir haben in letzter Zeit eigentlich nur Beeren gegessen, diese an den Sträuchern da. Oder Äpfel. Wir sollten mal wirklich darauf achten, ein bisschen ausgewogener zu essen. Quasi so als keine Art mehr Herausforderung. So. Doch, lasse ich erstmal hier. So viel haben wir davon ja noch nicht. Das Rhabarber könnten wir gleich wieder abernten hier. Ist mittlerweile alles fertig. Naja, fast alles. Ich glaube, dass die Rhabarber bringen wir dann doch nach vorne. Ich meine, nur weil es schnell wächst, heißt ja nicht, dass wir es auch immer gleich direkt abernten müssen. Aber ich hätte es halt doch schon gerne ein bisschen sortiert, ne? Also, wie gesagt, dass so die süßen Sachen, also Sachen mit Fruchtzuckergehalt, also Obst und so ein Scheiß, halt eher so vorne ist und Gemüse und so halt eher hier hinten ist. Können wir gleich mal gucken, wie weit eigentlich das Knoblauch ist. Die Zwiebeln sind doch schon wieder fast fertig. Ach, das ist ja das Knoblauch. Fällt mir gerade mal so ein. Lol.
Tja, nur wann ist das Zeug fertig? Ich habe keine Ahnung, wann es fertig ist. Ist das jetzt hier fertig oder nicht? Oder wer oder wie oder was? Oh Gott, Alter. Naja. Gucken wir mal nächste Folge. In dem Sinne, bis dann.